wait here. Leer ist on the way. On the way. Ja. Bist du gerade richtig weit gesprungen? Mhm. Okay. Irgendjemand hat mir gesagt, dass ich hier auf dich warten soll. Glaube ich. Wie bist du überhaupt hierher gekommen? Keine Zeit für eine Erklärung. Ich dachte, ich hab die Ortwerke installiert. Ja, wir müssen uns beeilen. Ihr müsst weiter zum Ausgang schnell. Alles erspringt in mir da draußen. Achso. Was ist das für ein Zeichen da? Sollen wir doch hin? Ja, okay. Was ist das denn? Ui, eine andere Ansicht. So Super Mario-mäßig. Da haben wir gerade etwa bestimmt die vierte Wand durchbauen oder sowas. Ja, wir haben keine Zeit. Schnell, wir müssen ihn aufzunehmen. Absolut, in Ordnung. Wir können dann auf dem Spielplatz. Ja, bitte beeilt euch. Lauft Richtung Meer, ihr werdet dort abgeholt. Art von diesem Captain im Solar. Danke mal. Ja, bist du sicher? Ja. Ich kann mich nicht bewegen. Warum? Egal, was immer. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich einfach nicht bewegen. Warum? Ist das ein Bug oder sowas? Warum? Ja, bitte. Ich werde also nichts. Ja, kennt sich aber. Jemand verflixt gut aus. Wir fragen uns, wer genau euch hier eigentlich den Weg weist. Doch jetzt, genug jetzt. Hier endet eure Reise nach Akropolis. Dein Freund findet sich nun in unserer Gewalt. Wir haben seine Bewegung geblockt. Wir können ihn aber jederzeit wieder aktivieren, sollte es erforderlich sein. Warum? Du lässt uns keine Wahl. Sein Schicksal liegt in unseren Händen. Wenn dir etwas an ihm liegt, wäre es weise, dich zu fügen und die Flucht aufzugeben. Warum? Leer. Verschwinde endlich! Es hat keinen Sinn, auf mich zu fahren. Lau! Schüttel den Kopf. Ja. Sieht so aus, als ob ich für den oder für den entscheiden müsste, ne? Tja, es gibt nichts, was ich für Lukas tun kann. Es tut mir leid. Wir müssen ohne ihn verschwinden. Das ist die einzige Option. Das ist die einzige Option, die uns noch bleibt. Warum? Nimm das schon! Los! Bleib stehen! Du jagst immer noch immer der vergeblichen Hoffnung hinterher. Bei diesem Ort gibt es keine drinnen. Nicht für Avatare wie dich, aber für mich schon. Yeah. Da bin ich so sicher. Doch, immer anfällig für Explosionen, wie ich sehe. Ich bin hier, um die Dären mitzunehmen. Nein, nicht du schon wieder. Ja, aber abzusehen, ne, irgendwie. Warum hast du sie in deine Decke eingewickelt? Sie ist ein Avatar, sie kann Kälte oder dergleichen noch gar nicht spüren. Sie sah so aus, als ob sie das bräuchte, okay? Aufzunageln. Ja, mein Mädchen, du bist zurück. Hi. Ach, du armes Ding. Du siehst aus, als wärst du durch die Hölle gegangen. Wenn sie wüsste. Ihr zwei, lasst uns mit der einen Moment allein.
Zu Befehl, Captain. Yeah. Sergi, du schuldest mir eine Erklärung. Was zum Teufel ist mit euch beiden passiert? Wie seid ihr überhaupt an diesem Ort gelandet? Ja, es wird Zeit, dass ich euch alles erzähle. Doch zunächst möchte ich mich bei dir entschuldigen, Lea. Ich habe dich getäuscht, indem ich dir diese Lüge über dich und deine Vergangenheit erzählt habe. Warum? Ich hielt es einfach für das Beste. Aber ehrlich gesagt wusste ich nicht, was ich tun sollte. Warum? Wegen dem, was du bist. Shizuka, sie hatte recht, du bist eine künstliche Intelligenz. Eine KI. Genauer gesagt, bist du ein Evotar, wie Satoshi es gerne nannte. Ich werde dir alles von Anfang an erzählen. Es begann vor ein paar Jahren. Zu einer Zeit, als wir alle noch bei Entertainment gearbeitet haben. Satoshi, er war einer der leitenden Softwareentwickler von Crossworlds. Also der da. Er war verantwortlich für die Implementierung des Avatar-Kontrollmoduls. Die Steuerung von Avataren durch einen bloßen Gedanken war dabei eine der komplexesten Aufgaben, die es zu meistern galt. Doch erlang ihm eine verlässliche Verbindung zwischen dem klassischen Spieler und Avatar aufzubauen. Er entwickelte ein neuronales Netzwerk, das die Neuronenaktivität des Spielers analysierte. Da steht es an älteren analysieren. So. Es brauchte nur eine kurze Lernphase, um deinen Avatar so bewegen zu können, als wäre es dein eigener Körper. Das war ein technologisches Meisterwerk, der Curse-Code. Doch nach einiger Zeit entdeckte Satoshi etwas Neues. Der Curse-Code tat mehr als nur die Gedanken des Spielers zu analysieren. Mit diesem neuronalen Netzwerk als Grundlage war es möglich, ganze Fähigkeiten des Gehirns zu simulieren. Wahrnehmung, analytisches Denken, Emotionen, sogar Erinnerungen. Ehe wir uns versahen, entpuppte sich der Curse Code als vollständig entwickelte KI. Als künstlicher Italiener. KI. Und er konnte einen Avatar steuern, ohne Spieler. Ein sogenannter Evotar. Wie Evolution? Ja, das ist es, was du bist, Lea. Ein Evotar. Basierend auf Shizuka. Deine Persönlichkeit und deine Erinnerung sind Kopien von ihren. Und was ein weiterer Grund ist, warum ich dir nicht die Wahrheit sagen wollte. Damals, als Satoshi bemerkt, dass Evotare nicht damit umgehen konnten, die Wahrheit über sich zu erfahren. Die ganze Zeit zu glauben, dass deine Erinnerungen deine eigenen sind und dann herauszufinden, dass du in Wirklichkeit doch nur eine KI bist, ist ein heftiger emotionaler Schock, den das System für gewöhnlich nicht verarbeiten konnte und zu einer permanenten Fehlfunktion führte. Glücklicherweise ist das bei dir nicht passiert. Es scheint, als hättest du
die Wahrheit akzeptiert. Ja, so ist es. Noch einmal, das alles tut mir wirklich sehr leid. Es wäre wahrscheinlich einfacher gewesen, wenn ich es dir von vornherein erzählt hätte. Oder das vorzeitige Ende von allem. Ich wüsste einfach nicht, was passieren würde. Also habe ich versucht, vorsichtig zu sein, um das Risiko zu minimieren. Moment mal, hast du ihr wirklich die Koma-Geschichte aufgetischt? Ja. Echt jetzt? Ich habe dir doch gesagt, dass die zu dramatisch ist. Die wusste also auch von allem. Es war dennoch die logischste Option. Nicht wirklich, oder? Wie kann ein Komatöser eigentlich so eine steuern? Das war auch damals meine Frage. In Bakikum, na, Maronental. Habe ich das richtig verstanden, Sergi? Es gibt diese Avatare in Crosswords und sie kopieren die Persönlichkeiten in Erinnerung des Spiels. Das ist die andere Sache. Es sollte eigentlich gar keine Avatare in Crosswords geben. Satoshi war ziemlich begeistert von seiner Entdeckung. Jo. Er hoffte, seine Vorgesetzten davon überzeugen zu können, eine vollständig autonome Crosscode-basierte KI zu entwickeln. Allerdings war Entertainment weitaus weniger angetan von seiner Idee. Ihre Prioritäten waren klar definiert. Es ging nur darum, Avatare steuern zu können. Alle zusätzlichen Funktionalitäten, insbesondere das Kopieren von Erinnerungen, waren unerwünscht. Sie blockierten fortan jegliche Bemühungen für die Entwicklung von Avataren. Satoshi war zutiefst enttäuscht darüber. So kam es, dass Satoshi, Shizuka und Gotham alle drei bald darauf die Firma verließen. Alles, was ich weiß, ist, dass sie jemanden gefunden haben, der ihre weitere Forschung in Avatare unterstützt hat. Sie wollten mich sogar dabei haben, ich habe aber gelehnt. Die ganze Sache war mir zu riskant. Kurz darauf verlor ich den Kontakt zu ihnen. Ich habe seit Jahren nichts von ihnen gehört. Bis vor kurzem, als ich Leah entdeckte, versteckt in der Datenbank eines Spiels. Und so nahm die ganze Geschichte ihren Lauf. Ich nahm mir ein paar Tage frei von der Arbeit und lockte Leons Spiel an, auf der Suche nach Antworten. Ich will wissen, wie ihr an diesem Ort gelangt seid. Tja, von da an nahmen die Dinge einen seltsamen Lauf. Wir sind an einem Ort gelandet, der nicht dem Spielplatz gehören sollte. Die Vermillion-Einöde. Gotham und Shizuka, die waren beide dort. Und dann war da noch eine dritte Person, die maskiert war, die wir am letzten Tag dort sahen. Doch Satoshi war nirgends zu sehen. Vielleicht ist er das sogar. Wer weiß. Wir waren nah dran, wirklich nah dran an ihn antworten. Und doch konnten wir nicht riskieren, dort noch länger zu bleiben. Es wurde zu gefährlich. Wieso? Jemand mit administrativem Zugriff auf diese Region war mir auf der Spur. Sie versuchten, mich zu lokalisieren, was ihnen beinahe geglückt wäre, wenn ich nicht die Kommunikation mit Leah auf ein Minimum reduziert hätte. Am Ende müssten wir einfach fliehen. Ich verstehe. Ja. Das ist gerade echt alles ein bisschen viel auf einmal. Wie wär's mit einer Pause? Lea, vielleicht würde ich einen Spaziergang im Deck ein wenig gut tun. Das geht doch sicher in Ordnung, oder Captain? Du kannst nicht leiden, wenn du Dinge über meinen Kopf hinweg entscheidest. Aber gut, ist in Ordnung.
Spitze, wie wär's, wenn du Leon mich rumführst? Warum muss ich jetzt? Bitte, ich würde gerne mit Georgia einfach einen Moment allein sein. Ich liebe dich, Lisa. Von mir aus, frag mir den. Carla, stimmt etwas nicht? So, Freundchen, ich habe auch eine Frage an dich. Etwas, worüber sich das arme Mädel wahrscheinlich schon Sorgen macht. Ja? Wenn du Satoshi gefunden hast und alle Dinge geklärt wurden, was geschieht denn mit ihr? Sie ist gelöscht. Diese Carla, wie die mich hier rumkommandiert. Mann, was für ein Mädel. Mann. Die werde ich mal wieder daran erinnern, wie er auf dem Schiff das Sagen hat. Nämlich ich. Denn es scheint es wirklich, wirklich mies zu gehen. Aber ich habe immer mit Glück keine Zeit hier rum zu spazieren. Kapitän? Hätten Sie was dagegen, wenn ich mir Frau Avatar ein wenig ausborge? Nein, ganz im Gegenteil, du darfst dich gerne beschäftigen. Sehr schön, bitte hier lang, Frau Avatar. Der Fan. Das ist großartig. Ich hätte nie gedacht, dass ich Sie auf diesem Schiff wiedersehe, Frau Avatar. Ja. Möchten Sie, dass ich Sie bei Ihrem Vornehmen nehme? Klar. Gut, ich würde dann mal vorgehen und die anderen holen. Du findest mich draußen, unten am Deck. Endlich können wir das Experiment machen. Der Typ schwindet wieder. Frische ultimative Macht. Eulen? So, bitte. Mein Kollege wartet auf dem Deck auf dich. Ich soll hier oben warten. Tja, ist schon sehen, sie haben eine Menge für dich vorbereitet. Tue ich mir schon leid. Kann ich eigentlich? Nur so das wovon. Kann man eigentlich? Und hier ist mal wieder das erste Mal die Musik von damals sogar. Aber diesmal Level 42. Was für ein Unterschied. Mann. Wie ruhig ich eigentlich mittlerweile geworden bin. Ich könnte Musik wirklich nur lange so hören. Hat wirklich dieses Zukunftsfeeling. Die Zukunftsmusik. Also ganz ehrlich muss ich sagen, als ich damals im Sommer 2017, also im letzten Sommer, die Demo, die in diesem Spiel, also die kostenlose Demo, die auf Steam verfügbar war, damals gespielt habe. Und hier das allererste Mal, die Musik und alles, das passte alles wie die Faust aufs Auge. Eine der Dinge, warum ich mir das Spiel am Ende doch gekauft habe. Ich könnte Musik wirklich hören, aber das ist wirklich, passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Unglaublich, dass das hiermit angefangen hat. Diese Stelle gefällt mir sowieso am meisten. Hat wirklich Zukunftsfeeling hier. Da habe ich mir die Musik gehört. Das ist Curse Code. Das ist es also, was die Leute so mit über 90-95% den Himmel hochjubeln. Das ist es also. Aber ich bin manchmal immer noch geflasht davon. Auch wenn es manchmal nicht einen Anschein hat. Was macht der Welserbohr-Typ? Achso, egal. Achso, die sind nicht beschäftigt. Und das hier, der sieht mal richtig ordentlich aus hier. Carla Kolumnes Zimmer wurde mal richtig auch blank gewienert.
Ja, kann ich mal kurz auf die Toilette? Ja, schade, so. Wieder Taras Adventure. Ach, welcher Bohr laufen hier? Hallo, ich kann sogar auf Bücher hier. Am Bücherstapel. Na egal. Das Bordpersonal hat wohl gerade. Ach, die ist. Hast du dich schon auf dem Schiff gesehen? Naja, doch schon, irgendwie schon. Oh, du bist hier rein. Ich habe nicht erwartet, dich hier wieder auf dem Schiff zu sehen. Na, ich denn. Ja, wie war Christmas denn so? Bisher? Spaßig? Ja, sie ist geteilter Meinung. Im Schiff fühle ich das. Ja, sag ich doch, geteilter Meinung, mehr oder weniger. So. So geflasht. Oder Geschoss? Ah, bist du wieder zurück? Entschuldige, aber das hat ja verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Ach so. Ja. An Deck. Alles an Deck gehen, ne? So. Gehen wir noch einmal hier mal ein bisschen mal umzuschauen. Was haben wir denn so Tolles? War schon groß und weitläufig das Schiff hier. Hallo, du da. Du sind mir wieder auf. Ich bin ein Spiel. Dieser sieht mich einfach nur wie eine typische Jugendliche aus. Wie sie heute alle rumhören mit ihren bunten, Und ihren kitschigen Klamotten. Ihren bunten Haaren heißt das. Oh, und Hörnern. Sind Hörner auch hin heutzutage? Sind Funkantennen. Ja. Abtrennen. Okay, so. Ich. Ja, ein schöner Ort, wenn ich nicht weiß. Wir putzen schon das fünfte Mal in Folge. Siehst du, ich hab dich gewonnen. Jetzt bist du der offizielle Putzschaff an Bord. Ist klar, dass dir die Leute den Putzdienst ständig durchschieben, wenn du ihn so schnell und ordentlich erledigst. Ich beschwere mich ja nicht mal wirklich, weißt du? Ich mache es ja gerne und das Schiff sieht auch viel besser aus, als ich übernommen habe. Wie du machst, Junge. Das Schiff tut aber nichts, weil sonst bin ich zufrieden. Wie soll das Schiff durch mein Geputz zu versenken? So alt wie du polierst, wirst du ihn nicht mehr will ich nicht mehr ausschließen. So. So, dann gehen wir es mal so. Na, ich kenne immer alle. Hallo. Der Lageristentyp ist ja nicht da. Mal wieder die MS. So. Was mal einen anderen? Hier gibt es keine anderen Leute. Na egal. Oh. Danke fürs Kommen, Frau. Aber, ja. Hallo. Der Pseudo-Roboter ist tatsächlich wieder zurück. Hallo, das sind meine Robbenchen, weißt du noch? Ich hab sie in der ersten Folge geliebt wie ein Einhörnchen auf Krieg. Hör bitte auf, sie soll sie nennen. Sie ist eine reale Person mit einem Namen. Also dann, mein Kollege und ich. Haben wir diskutiert, wie gut Instant Materie basierte Avatare Wasser vertragen können. Meines Wissens noch evaporiert Instant Materie einfach bei Kontakt mit Wasser. Deswegen können Avatare auch nicht schwimmen, da das für diese Technologie nicht notwendig ist. Er behauptet aber, dass sie eine bestimmte Menge Wasser vertragen können, genau Regen. Genau, ich hatte Lea nämlich gar nichts ausgemacht, als es das letzte Mal geregnet hat. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Ja, ein bisschen Regen vielleicht, ja. Aber schauen wir mal, wie sie auf größere Mengen Wasser reagiert. Ein Versuchskanikel.
ganz einfach. Einmal einen Putzlappen, wer weiß. Stell dich bitte einmal kurz hier. Bin sauer, nicht schon sehen. Alles klar, wir sind soweit. Tut mir leid, Sie haben mich überredet. Warum? Entschuldige mir, aber siehst du, sie ist nicht evaporiert. Das habe ich nicht erwartet, muss ich sagen. Das war allerdings nur der kleine, aber es ist nur der große das Problem. Jetzt kommt die Feuerwehr, hier. Bitte, bitte nur einmal. Tu es für die Wissenschaft. All in the name of the science. Und dann wird man alles klar, zweite einmal. Siehst du, das war zu viel. Das ist zu viel. Ja, der ist recht. Es könnte aber auch einfach eine großzügige Sicherheitsmaßnahme sein, wird voll, dass ein Arbeiter tatsächlich einmal ins Wasser springt. Vielleicht halten sie potenziell noch größere Mengen stand. Das könnte sein, aber das können wir jetzt nie mehr testen, oder? Stimmt. Jedenfalls tut man andermal zu, als trifft man ab und zu, dass Instant-Motoren Avatare für unsolte Anwendungen zu fragil sind. Nicht alle Anwendungen setzen eine hohe Wasserresistenz voraus. Wenn es nur ist, was übersichtlich hochzuheben, was deswegen ich lieber meine Forschung gar nicht, das habe ich mir schon gedacht. Deshalb habe ich jemanden angehört, der so bald aushelfen soll. Hey, Isabelle, kommst du mal einen Augenblick an mich herüber? Wer ist die denn? Hallo. Hallo. Oh, wer ist das? Ist das die Tochter von der Carla oder wie? Ja. Ich mag deine Haare. Ja, sie ist heute auch auf dem Schiff zu Gast. Also warum hast du hierher gerufen? Um dir zu beweisen, wie ich mich leicht ins Dampfmaterial ist. Isabella, was du so Freunden gibst, die junge Dame einmal hoch für uns. Kann ich das denn schon? Klar kannst du doch. Sag uns, wie stark du bist. Okay, Steroide. Hi. Du bist leicht wie Styropor. Wie sie zappelt.